Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Match der Hanse Raiders. Wie ihr seht, sind wir im 8-Mann-Team unterwegs. Und ihr habt ja gerade auch schon gesehen, wer alles dabei ist. Sagt bitte alle mal gleichzeitig Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Ich mag nicht. Sehr schön. Sterben. Okay, Sinner, ich gehe sterben. So, Kommando hat Chaser. Ja, dann. Wie ihr seht, sind wir hier mit einer etwas schwereren Nummer unterwegs. Ja. Ich will nur Atlas drücken. Nein, nicht nur. Genau. Überwiegend. Und Bersi und meine Einer werden bei dieser Taktik so ein bisschen die schnellen Mechs mimen quasi, die auf irgendwelche Bedrohungen reagieren. Deswegen werden wir ein bisschen weiter hinten bleiben. Wer ist da wohin? Weiterlaufen. Ab. So. So, hier rüber. Sind jetzt alle ungefähr gleich, ne? Können wir auch da durchwaschen. Ja, lauf mal weiter. Und zwar nach D6, die Ecke da. Gut, wollen wir hier bleiben? Alpha ja. Gesichtet, Ilya Moro. Target acquired. Gauss-Waffe. Ja, einfach hier weiterlaufen. Einfach das, den Berg unter Beschuss nehmen. Falls du das. Sollten wir nicht den Tunnel abdecken? Nö, lass mal ein Stück mitgehen, Bersi. Mir scheint da nichts zu sein. Hier aufstellen, erstmal warten. Da ist nichts rüber gewitscht. Und Wolfskin kann ja nach hinten abdecken. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen, schließen ein bisschen auf. Im Tunnel, Richtung Tunnel gucken, nicht dass sie durch den Tunnel kommen. Also bis was habe ich keine Bewegung bisher gesehen. Ah, okay, wir gehen zurück. Okay, ihr beide geht zurück. Später warten wir oder gehen wir weiter vor? Ja, irgendjemand muss ja in den Tunnel kommen. Ich mach das mal eben. Ihr wartet mal. Base is being captured. Base 25% captured. Bestimmt zwei Stück. Ja, normale Raben. Immer. Welches? Tunnel ist auch nicht. Base is being captured. Base 50% captured. Zwei Raben ja, biegen okay. Beide ab. Verstanden. Raben kommen links von uns vorbei. Auf Höhe des Schiffes. Jetzt kennst du unsere Position. Ja. Aber jetzt durch den Tunnel zu gehen, wäre auch ziemlich riskant. Wir können da oben drüber stampfen vielleicht. Ne, der kommt ja nicht hoch, ne? Ne, wir kommen da nicht hoch. Okay, dann bleibt einfach aufgestellt dann. Also ich... komm nicht hoch. Irgendwie gibt es eine Möglichkeit, aber ich kenne die jetzt im Augenblick nicht. Stellt euch so auf, dass ihr feuern könnt, wenn sie da rumkommen, und zwar gleichzeitig. Sie sind links um die Seite von euch, ich habe gerade eine Hitzesignatur da gesehen. Ich weiß nur nicht, ob sie sich nähern, das konnte ich so nicht ausmachen. Thomas, du bist der Meisten, was ist? Sind zwei Rabe hier bei uns. Rabe. Ja, nicht locken lassen. Nein. Auf der anderen Seite ist Hubert Wolf. Stehen. Bitte? Auf der anderen Seite, direkt gegenüber, da sind die Raben. Ja, neben ja, dem Hügel. Links von uns läuft ein Rabe durch. Ich deck weiter nach hinten ab. Geh zurück zur Basis, Wolf, da läuft gerade ein Rabe durch. Ja. Vielleicht könnt ihr die Raben jetzt erst ausschalten, das wäre schon mal was. Ja, gut. Chase, und da unsere Position jetzt da ist, was machen wir weiter? Weiter warten. Erstmal die Raben erledigen von den anderen beiden. Aber ihr bleibt da stehen. Ja, wir bleiben stehen, verstanden. Rabe ist unter Unterführung bei den Röhren. Ich bleib jetzt hier stehen, dann wird es uns zu knapp. Ja. Rabe hier hinten bei uns in F6. Warning, incoming missile. Target. Ja, der kommt zu dir. Ja, ich hab ihn gesehen. TWK links von dir. TWK links von dir.
Das Bein von dem ist offen. Ja. Er dürfte schon hinten rennt er Richtung deren Basis. Beim Schiff sehe ich es hier, Rabe. Ja. Yep. Behalte weiter die 5 im Auge. Ich halte die 5 weiter im Auge. Ich muss mir gerade so ein bisschen sorgen, wo der Rest des Teams ist. Ja, ich auch auf Verteidigung. Also ich möchte wetten, die sitzen an der Tunneleinfahrt. Ja, möchte ich auch wetten. Denk mir mal den Rücken. Will er jetzt nicht durchgehen? Ja, ich bin hinter dir. Oh, no signal. Der Rabe kommt durch die Tunnel. Oh, fuck, hier, Tunnel. Das ist der Rabe. Ach, das ist nur der Rabe. Okay, dann bleiben wir da, wo wir sind. Der Rest bleibt da, ich gehe Chaser eben unterstützen. Ja. Behaltet die Front im Auge. Der ist, glaube ich, durch Tunnel durchgerannt. Passt auf, da kommt gleich nochmal ein Rabe unter Umständen. So, jetzt hast du auch ECM-Cover, Shaver. Ja, jetzt kann ich gut gucken. Also Tunnel ist noch alles. Rabe auf E5. Gerade bei D5 vorbeigerannt. Er kommt auf euch zu. Er kommt durch. Ja, er dreht wieder um. Dann dreh dich mal um. Brauch dich eigentlich hier nicht. Bleib mal auf 180 Meter von mir. Also beim Wasser sind sie jedenfalls nicht. Das ist ja lustig. Die werden gleich rüberstürmen oder so. Passt schön auf. Und wer ist das, Cinna? Ja? Cinna, du kannst dann die Ziele ansagen. Augenblick sehe ich keine. Ja, wenn sie dann kommen. Hab eine relativ große Hitzesignatur auf 262. Weiß nicht, ist ein Atlas oder ist ein Hunchback. Jetzt hat er sich wieder verkrümelt. Fuel at 25%. Kann ich bestätigen, habe ich kurz aufgesehen. Zwei Rabe laufen wieder Richtung Tunnel. Brauchen nur einen erledigen, dann sind sie im Zugzwang. Ja, richtig. Er schießt auf die Beine, bei dem einen ist das eine Bein fast weg. Beim anderen ist der Rücken offen. Kommt mehr Richtung Tunnel. Sind gerade 3 Stück Richtung Tunnel, rennt relativ schnell. Das heißt, entweder wir versuchen oben rum oder durch den Tunnel zu laufen. Ne, geh mal zurück, Zimmer. Ja, nicht, dass du hier gleich weggefräst wirst. Nein, so schnell kommen die nicht durch. Ja, mir geht es halt darum, wenn die Raben da jetzt tatsächlich mal durchkommen, dann habe ich auch genug Reichweite hier. Chaser, darf ich eine Vermutung äußern? Ja, klar. Sie werden entweder über D5 hier um die Ecke kommen. Richtig, oder durch den Tunnel. Aber koordiniert, sozusagen. Ja, dann richtig. Deswegen ist hier. Vorsicht, 2 kommen links aus 198 Richtung Schiff. 3. Wo ist jetzt der dritte nah? Ja, sind hinten beim Schiff, beim Schiffswrack an der Spitze. 2 Stück, ja. Ja, 2 bestätigen. 2 Ravens beim Schiffswrack, verstanden. Okay. Hab einen. Danke. Erwischt. Gut, jetzt sind sie in Zugzwang. Okay. Jetzt ich gehe den zweiten jagen. Ja, aber nicht zu weit, bitte. Nein. Einer auf jeden Fall bei der Basis bleiben. Der Rabe. Ja, der wir jagen den Richtung Basis. Fessel ihn ein. Ich bin von der anderen Seite wohl. Der ist gleich am Arsch. Ja, das ist der schwer Beschädigte. Ja, das war's. Schön. Sind die beiden weg? Okay, dann kommt zurück. Zu uns hier? Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Dann machen wir jetzt Sturmangriff. Hast du den Schuss gesehen, Wolf? Ja, war super. Bam! Ich hoffe, der ist auch drauf auf der Aufnahme. Würde ich mir angucken. Oh ja. Übrigens, das war ein Schuss auf 800 Metern im Gauss, ja? Tunnel. Sollen wir umdrehen? Ich würde sagen, mach mal hier einen Kreis. Sind da nicht so weit vor. Verlasse meinen Beobachtungsposten. Ich auch. Hab hier ECM? Ja, die kommen da, glaube ich. Bin ein bisschen weiter nach links. Mach mal den Feuerbereich hier frei. Mehr nach links kann ich nicht. Schön aufstellen. Ja, stopp. Sie counter ECM. Gehen bleiben. Ich countere meinerseits. Wolfskin nach hinten abdecken, bitte. Ja. ECM verloren. Ich decke uns nach hinten ab.
Die sind auf jeden Fall im Tunnel, das waren mindestens zwei Max. Ja, da sind sie auf jeden Fall noch, die sind direkt an der Ecke. Einer, sichtbar. Bin vorsichtig, erst rauskommen lassen. Na, ich schieße die einfach wieder in den Tunnel zurück. Hinten ist nix. Ja. Also ich habe hier Low Signal und ständige ECM-Signale. Das ist ein sehr geiles Bild, ja. Weil einer kommt, sie kommen alle. Feuer! Zildora, Zildora. Verstanden, Zildora. Die möchten durch zu D7. Ich bin shut down. Ach, die wollen durch. Wolfskin, D7. Wolfskin, zurück zu Base. Zurück zu Base. Alles klar. Alle Mann zurück zu Base. Und dabei. Verstanden. Ich folge Sinner und Chaser. Ich gehe nach links. Ich hab Emil im Visier. Ja, Emil ist immer noch Target, wenn's geht. Fridolin hat nur noch ein Bein. Ja. Daran rennt warst du. Ich bin zerstört. Fokus bitte. Wolfskin, sag was. Ziel Emil ist down. Emil Ziel down. Dora. Ach, scheiße schon. Ziel Dora ignorieren. Nächstes Ziel reinnehmen. Heinrich. Ziel A hat zwei Ghost Rifle. H wie Heinrich. Verstanden. Ziel A ist Richtung Basis unterwegs. Erstmal Fokus, ja. Ziel Heinrich immer noch. Okay, Ziel Anton. Bin down. Ziel Anton. Kommt schon, Leute. Ich mach Ziel Friedrich fertig. Ich gehe zur Basis, hab keine Munition mehr. Anton ist richtig. Ja, drei Gegner unterwegs. Noch. Drei Gegner, vier von uns noch am Leben. Ziel Anton ist immer noch primäre Ziel. Zwei Gegner, los. Zu Base, Richtung Base gehen. Weiß, bei Base ist alles gut, bei Base ist alles gut. Ja, mein Disconnect ist abgehakt. Alpha ist abgedreht. Gustav ist disconnected anscheinend. Ja, ja. Disconnected. Den anderen nehmen. Was heißt Ziel Alpha? Ziel Alpha. Alpha. Ziel Alpha. Und boom! Einfach in der Turm befeuern. Ich hab keine Waffen mehr. Ist tot. Letztes Ziel. Ist immer noch Gustav. Ich hab keine Anzeigen mehr hier. Wieder Moment. Ich bin unbewaffnet, das weiß ich. Hat seine AK-10 verloren? Ich biete mich ein Ziel an, wenn ich unbewaffnet. Das ist connected, okay. Ihr könnt ihr in Ruhe zusammenschieben. Ja. Ja, bitte aber nicht. Ja, ja, ich geh zurück. Ich setz schon zurück. Wie das aussieht, wie er von zwei anderen zusammengeschossen wird. Wie lange das dauert? Ganz schön lange. Leute, was war das? Die ganze Zeit. Ja, Stück für Stück auseinandernehmen. Oh. Ah, sehr schön. Ein etwas längeres Match für euch, aber ein schönes. Praktisch, aber ganz gut. Dass ihr Raben nicht unterstützt haben, war deren Fehler. Tja. Ja. Das ist es halt, deswegen wollte ich ja ohne Raben. Tschüss. So, wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Match. Und tschüss. Ja, ja, so viel zum schönen nächsten Tag. Nichts mit schöner nächsten Tag. Wir rechnen nicht in Tage, wir rechnen in Abschüssen. Genau. Reactor online. Wir sehen uns in 18 Abschüssen. Sensors online. Weapons. Ja, hängt dann immer noch ein bisschen vom Spieler ab, ne? Wie lange das dauert. Ja. All systems nominal. Ja. Das ist mal jetzt blöd. So, komm mal. Ja, Chaser, dann erklär uns mal unseren Zuschauern unsere Taktik. Ich kann hier nur noch Frontalangriff anbieten. Ja. Dann sag an. Viel zu langsam. Ja, los, nach vorn. Vorn. Oder verschaden sie. Entweder eingraben oder angreifen. Nein. Ich würde es eingraben, wenn die leichte Max haben, sind wir im Nachteil. Wenn wir im Frontalangriff. Ich sage dann, wir gehen sofort in deren Base. Und einer bleibt zurück.
Ich bin trotzdem bei meinem Wingman. Naja, wir haben die mehr, wir haben gespielt, also. Schauen wir mal. Ja, Shader kam auf die glorreiche Idee, uns jetzt in zwei Mann-Teams zu teilen. Ja, mit wem glaube ich dann eigentlich? Mir. Läuft das überhaupt? Wo was ist da mit mir? Wo ist mein Thomas? Tja, schneller bin ich jetzt. Oh, da ist bei dir. Ist schon der Max-Speed, den ihr da habt? Ja, ja, deswegen ist Chase auch so weit vorne. Mal wieder. Bei F5 am Ring lässt sich eine gute Übersicht holen. Ja, man kann es aber trotzdem noch umgehen, wenn wir da sind, über die südlichen Sektoren. Deswegen nehme ich mal an, wenn sie leichte Maschinen haben, werden sie uns umrunden. Das kann angehen. Das heißt über F7, G7, H6, H5. Müssen wir halt mit rechnen, dass er irgendwas lang prescht. Ich hab da einen Kontakt auf der linken Seite, sah nach einer Zikade oder sowas aus. Auf 2 Grad. Wäre D5. Nee, wäre E7. Und weiter rechts noch ein Kontakt. Wieso bleibt ihr da alle stehen? Weil wir uns hier verschanzen. Achso. Hä? Nee, ihr steht ja, weiß ich nicht. Target. Da ist Alpha. Hallo, gehst du mir vielleicht mal aus dem Weg? Ja. Alpha war ein Handschlag. Unglaublich. Ja. Versuch mal was zu bremsen, was 100 Tonnen schwer ist. Weil du wiegst keine 100 Tonnen, dein Mech wiegt 100 Tonnen. Du wiegst keine 200 insgesamt. Da ist ein Rabe. Wolfskin und Dingens, wir müssen ein bisschen weiter zurückbleiben. Alles klar. Berzi. Wir gehen ein Stück weiter zurück. Berzi. Ja. Ich bin rechts von dir. Da ja. Läuft der Rabe auf E6. Läuft Balu, Richtung kommst du runter? E5. Ja. Durch Kompass, ja. Also wenn ihr snipern wollt, dann könnt ihr gerne snipern auf dem Raben hier oben. Aber passt auf ein feindliches Sniper auf. Berse, hier oben ist ein super Punkt für dich. Da unten ist er. Jo. Da kannst du auch nach vorne in die Richtung gucken, da. Ja, okay. Stelle ich mich mal hin. Da ist er wieder. Das sieht wie ein Stalker aus auf der linken Seite. Das sind Atlas 345 Grad. Habe ich gesehen da hinten. Ja, das ist ein Stalker. Das ist ein Stalker. Oh, PBK Stalker. Ich glaube, ich gehe mal mit meinem Kopf einziehen. Ja, bitte nicht da so offen stehen. Ich sehe was, da läuft ein Hunchback auf, was ist das? E6, E7. Zwei Stück. Drei Stück. E6, E7? Ja, zwei Raben und ein Hunchback. Ja. Und ein Katapult auch noch. Ja, die dazu. Teilen sich auf. Ah, ein Katapult. Wir kommen hier Richtung E6, E4. Das ist der Rabe, ne? New Target acquired. Könnt ihr, Wolfskin, geht ihr mal bitte nach G5? Also ja, unterwegs. Gustav 5? Ja. Da sind wir ja schon quasi. Ja. Du meinst an der vorderen okay, Seite, bleib stehen, bleib stehen, die kommen wieder zurück. Was machen die da mit Kack? Ein Speck hat den Kopf eingezogen. Also hat hier irgendjemand Sniperwaffen oder Laser? Large Laser? Large Laser. Normale Large Laser. Stellt euch mal neben mich hin und ballert die mal da mal weg. Haltet mal das linke in das Richtung. Ich hab gute Sicht von hier aus. E5 im Auge, E4. Richtung G6 sind sie. New Target acquired. Haben die die da kommt schon wieder das Katapult. Ha. Was machen die da für einen komischen Kram? Uns ablenken. Da kommt was um die Ecke von euch. Ein Atlas steht links um die Ecke von euch quasi gesehen. Ja. Der schießt gerade ein PPK hier hoch. Ihr werdet jetzt über G6 umlaufen. Ja. Wir werden beide umlaufen. G6? Ich gehe anfangen. Ja, G6 ist für Wolfskin bestimmt. Unterwegs. Sniper von hier oben wohl, wenn du Chris, das nur. Ich kann nicht snipern. Ich Sniper. Da sind sie. Richtung Ziel D siehst du, ne, Wolfskin? Das könnt ihr euch holen, bitte. Das ist nur ein Rabe und ein Katapult. Mit Streaks, ja. Wir müssen zurück, Wolf, der Rabe ist durch. Thomas, gehst du zu ganz durch? Ja. Alles klar. Zu wem soll ich? Ne, ich vergiss es, da unten sind sie. Bertha! Das sind PPKs, wir stürmen jetzt darum. Alle mitkommen? Verstanden. Aus,
außer Wolfgang schicken. Balu und Jade gehen voraus. Stopp, nicht so schnell. Muss ein bisschen warten. Wo ist denn der Rabe lang, Basie? Okay, okay, jetzt los. Vor, davor. Vor, vor, vor. Da stehen sie alle. Ziel F, Ziel F, Ziel F. Da hinten kommen sie, zwei Stück. Ziel auf Waffe. Ziel, Ziel der Atlas, der Atlas. Emil. Emil. Geh auf Counter. New target acquired. Bin ich am Rahmen her? Bleib da stehen, da kommen noch welche. Der kommt jetzt nach G4 rein, Bersi. Zieh Gusta, zieh Gusta. Ja, ich beschieße. Nehmt den Stark auseinander. Verstanden. Ist da nicht was von hinten, was uns angreift? Ja, wir werden jetzt angegriffen. Da kommt eine Splat Cat zu uns in die Base und ein Rabe. Wir haben zwei Raben. Zwei Raben und Splat Cat. Ja, wir haben alle auch einen hinter uns. Hier ist ein Hunchback zwischen uns. Hunchback zwischen uns, zieh Alpha. Behalt durch. Immer noch. Dauert einen Moment, bis ich da bin. Boah, ich krieg Fit eingeschenkt. So, der ist tot? Ja, ich bin auf dem Hunchback. Zweiter Stalker mit dem Alpha. New target. Ich übernehme den Hunchback, konzentriert ihr euch auf den Stalker. Boah, ist das alles klar. Ziel Bertha, der hat Shutdown. Ich bin down. Stalker. Thomas, gehst du zurück? Oh, nee, du bist tot, ne? New target. Hier ist der Hunchback. Hunchback ist fast unbewaffnet. Ist unbewaffnet. Wer ist das hier? Tinder, gehst du zurück zur Base? Ich? Ja. Okay. Oder braucht ihr keine Hilfe mehr? Doch. Doch, ja. Und der Base ist quasi eingenommen. Okay, wir gehen zurück zur Base alle. Verstanden, bewegen wir Richtung Basis. Wir müssen. Roger. Könnt ihr dann durchhalten, wisst ihr? Ich bin quasi down. Könnten wir noch schaffen. Obwohl, wenn da alle sind. Wir haben zumindest mehr Kills, also. Ja, wir rennen aber zurück. Wie viele haben sie denn da noch in der Basis? Drei Stück, zwei Raben, eines Typen. Haben wir den, ist der Hunchback tot? Ja. Ja. Sind alle tot. Die letzten drei. Aber ja, dann schaffen wir nicht. Sie jetzt durch Cap. Ja, wir waren ein bisschen. Die haben uns natürlich umlaufen, ne? Ja. Hätten wir noch einen zurückschicken müssen, aber naja. Das schaffen wir nicht. Nein, schaffen wir nicht. Schade. Die haben sie gut weggehauen da. Ja, ihr habt die ja, weggehauen. Ja, bringt aber nichts. Die haben uns ziemlich übel zugesetzt. Wir haben ja selber ein paar Leute verloren. Da steht der. Hast du nicht gesehen? Naja. Der bringt ja eh nichts. So weit weg. Naja. Verloren, aber an sich ganz nett gewesen. Genau. Jo. Bis zum nächsten Match. So, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir haben ein All-Inclusive-Match hier für euch. Auf der anderen Seite, unsere Gegner, seht ihr, das sind auch alles quasi Hanse Raider bzw. Aspiranten, die gerne Hanse Raider werden wollen. Das bedeutet, wir haben es tatsächlich geschafft, einen Simultan-Drop mit zwei Achtmoment-Teams hinzukriegen. Das heißt Training pur. Richtig. Naja, okay, für uns ist das eher Tontaubenschießen, glaube ich. Sei da mal nicht so sicher. Genau. Sagen, wir machen die Taktik, die wir eben auch hatten. Alles klar. Nur halt auf der anderen Seite. Gespielt. Nur diesmal beobachtet auch einer den Tunnel. Und okay. Ja, genau. Diesmal beobachtet auch jemand den Tunnel. Das ist eine gute Ansage. Ich habe heute mit einigen gespielt von denen. Die sind nicht so schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, da Frage wäre ist, ich mir auch nicht so sicher. Ich nehme an, sie haben einen eher gesünderen Mix aus Medium und Heavies. Bei Demons Dinger bin ich mir mehr oder minder sicher, dass er seine Zikade ausgepackt hat. Ja. Okay, ein Kommando nur. Gut. Wolfsding. Ja. Und Bersi, ihr müsst euch wieder bereit machen, zurückzulaufen, ne? Ja. Ja. Natürlich. Und wo ist das andere Team? Cinder, warum stehst du da vorne? Nee, ich habe nur irgendwie geguckt, aber. Ich will nur sagen, Wolfsding, das ist halt die falsche Position, um zurückzulaufen. Also ich habe auf dem Wasser keine Hexe-Signaturen, deswegen nehme ich an, die sind alle über die rechte Flanke marschiert, also unsere linke. So, ein Atlas-Team bestellt sich jetzt dahin, wo Wolfskin ist. Wolfskin geht da bitte vorne an den Eingang ran. Alles klar. Und das andere Atlas-Team stellt sich da auf, wo ihr schon steht, ja, das könnt ihr überlegen. Vorne an den Eingang, du meinst den Ausgang hier vom Tal, ja? Nee, ich meine am Weg hier rechts, die vier. Ja, alles klar, ich verstehe. Ihr müsst dann nämlich gucken, ob da welche durchlaufen und die abfangen.
Und wir ballern in den Tunnel rein. Soll ich zur Antenne hinauf, zum Scouter? Nö, du gehst einen Schritt zurück und ballerst in den Tunnel rein, wenn da was kommt. Anna, kommst du zu mir hier rüber? Oder sagst du, dass du da stimmst? Ja, ja, ich komm. Das passt schon so, wie er steht eigentlich. Scouten können auch Bersi und Wolfs gehen da um die Ecke. Ja, so schön. Noch keine Hitzesignaturen im Tunnel? Boah, die werden auch erstmal gucken, wo wir sind. Die werden sich erstmal koordinieren wollen. Ja. Es wäre jetzt eigentlich schön gewesen, wenn man bei denen auch jemand mit der Aufnahme hätte, aber... Ja. Also auf der anderen Seite können wir vorlesen, haben wir den Elevator, Murray, Bookchin, Dalyr, Mac 1384, Ulcash, Vulture XP, Aga, RH, Demon Stinger und Kelcho. Von denen habt ihr den einen oder anderen schon mal gesehen. Wie gesagt, der Rest ist möglicherweise... Los, Tunnel kommt was? Cicada. Bleib da. Gib mir zurück. Das war Demon. Geh zurück. Das war definitiv Demon. Okay. Ich komm wieder. Auf Counter. Ah, fuck. Also ich sehe auf Balo ab und zu mal so ein ECM aufblinken. Deswegen nehme ich an, dass der da in dieser Spalte auf der rechten Seite ist. Warte mal, das kann man leicht überprüfen. Ich gehe mal kurz in den Tunnel. Hä? Ich will eben was überprüfen. Bin ja nicht so weit rein. Nee, ist keiner mehr drin, also sie sind raus. Denke ich auch. Die wissen wahrscheinlich jetzt, wie wir hier stehen und kommen wahrscheinlich von außen. Ja, es gibt hier, wenn man reingeht, rechts unten so eine Spalte, wo man einen Mech verstecken kann, theoretisch, aber da ist nichts drin. Da geht man doch auf Counter rein. Aber egal. Ich bin auf Counter. Ich auch. Nein, ich meine jetzt die Spalte. Ach so. Ja, nicht alle haben diese taktische. Ich habe eine Hitzesignatur. Position. Sekunde, sage ich dir sofort. Etwa E5. Position E7, F7. So weit zurück, okay. Sniper. Weil die stehen da wahrscheinlich hin. Okay, die stehen definitiv. Okay, hier habe ich einen Raben im Wasser auf E5. Das ist Mac. Wahrscheinlich. Die stehen noch relativ weit hinten bei sich, bei dem Flusslauf. Oh, die denken wahrscheinlich, wir kommen. Aber das machen wir so einfach nicht. Dann müssten wir erst die Raben erledigen. Der Mac hat uns auf jeden Fall umlaufen. Der ist auf jeden Fall jetzt hinter. Ja. Ich habe da gerade eine PBK bei Wurst. Ich komme da hinten. Ja, ich gehe ihm zur Basis zurück, Bersi. Da ist er. Zikada und. Ja, gesehen. Ich gehe mit. Autsch. Balu, wohin schaust du? Ich schau einfach links und rechts, weil sonst sehe ich ja keinen. Okay. Ich frage nur wegen Wingman und so. Haben die sich zurückgezogen? Keine Ahnung. Hat irgendjemand eigentlich nur E5 im Auge von uns? Die Karte zieht sich zurück. Nein, E5 scheint nicht im Auge zu sein. Nö. Ist gleich wieder im Auge. Guck. Oh, die Snipern. 1, 2, 3, 4 Sniper hinten. Toll, wir sind Sniper in Ilo. Ja, gegen Sniper hilft nur, wenn wir sie quasi überrollen, genau. Wo stehen die denn noch? Stehen die alle immer noch E7? Ja, hinten die Sniperline. EF7. Dann könnten wir halt auch durch den Tunnel stürmen. Ja, die Gefahr besteht allerdings, dass zwei Scouts halt zu unserer Basis durchbrechen. Und dann ist die Frage, können wir die schnell noch alle eliminieren? Wohl, von ich sind ja noch hinten. Ja. Also, wir haben eine Zikane und einen Raben. Ja, das stimmt. Basic und ich sind hinten. Die stehen da alle noch, soweit ich das sehen kann. Ja, Chaser, mach eine Ansage. Jo, deine Entscheidung. Ja, ich frag einfach. Tunnel und dann hinten rum und wegballern oder? Oder hier stehen bleiben. Chaser, nicht fragen. Wir haben 5 Minuten noch Zeit, dann können wir immer noch stürmen. Darf ich mal probieren, ob ihr ein bisschen was snipern kann? Nee. Bei 3 Snipern als Counter, das ist. Wir warten nochmal eine Minute. Jason, einfach nochmal 3 Minuten die Füße stillhalten, entweder kommen sie und dann können wir immer noch rausrollen. Ich glaube, ich habe die Jungs ein bisschen eingeschüchtert in meinem Gauss, die haben sich gerade zurückgezogen. Ich sehe jetzt gerade da ist ein Zikada-Wolf. Die kommt jetzt gleich. Sehe sie, aber der dreht ab. Ja. Was war das? Demon, der ist frech. Also ich gehe davon aus, dass Dalion einen Jäger mich mit Streaks und mit Arkas Ultras hat, glaube ich. Das heißt, den soll man relativ schnell abfrühstücken, der müsste Schaden verursachen.
Ja, du hast jetzt unsere eigenen Hanseräder-Aspiranten fertig gemacht. Aber ehrlich. Ja, wenn wir wenigstens Zikada oder so erledigen könnten, dann... Können dann sitzen die alle mit so einem Atlas-Trauma vom Rechner oder sowas. Sie wollen wahrscheinlich kein Tunneltrauma. Also 8 Minuten sind wir jetzt. Die Jungs, die stehen da noch hinten, versuchen mich abzulasern, aber sie haben keine Reichweite. Dass nur Large Laser sind, dann reicht das auch nicht, nein. Das sind Large Laser. Aua. Tunnel kommt, Zikada. Zikada, ja. Dinge. Der Penner. Sinnerside, weglaufen. Sorry. Ich werde auch schön fleißig beleidigt hier. Ja, liebe Leute, so ist das bei Söldnern. Ja. Umgang des Ruppiger. Okay, ich wollte raus. Ja, da gehe ich jetzt aber nicht durch. Tunnel ist doch nicht so schlau. Schau mal. Chaser, mein Vorschlag ist, wir haben noch 2,5 Minuten, bei 5 Minuten irgendwie stürmen. Ja, ich denke mal kurz 30 Sekunden was auf. Damit meine Zuschauer auch ein bisschen Unterhaltung haben. Kannst du nicht. Und seekrank werden. Ja, man könnte auch. Die Jungs bewegen sich nicht. Moment, also, sind dahin. Unsere Abonnenten für dich beansprucht? Meine Zuschauer. Meine Abonnenten. Die 15. Nicht eure. Ja. Also, wie ich es sage, die sind immer noch da hinten, versuchen ein bisschen zu snipern. Treffen mich nicht, aber kommt da nicht. Der Demon könnte jetzt nochmal ankommen, also, dann könntet ihr aufpassen. Gut, halt mal kurz zu. Wir könnten runterlatschen zur Viererlinie nach G4 und dann hinten durch ums Schiff rum nach G6. Dann könnten wir sie wahrscheinlich. Könnten wir dort reinhacken. Die werden euch vorher treffen und wegsnipern. Also, nee, ich sehe jetzt hier eine große. Gar nicht. Das wird mir ausreden. Ich sehe jetzt hier. Lass mich doch mal ausreden. Ich habe das erste was gesagt. Da können Sie nicht. Da sind halt Berge. Bei F7, G5 ist das Boot. Wenn wir hinten rumlaufen, kriegen wir minimals Schaden. Bei G6 ist ebenfalls ein Berg, wo wir uns positionieren können. Also ein paar haben sich am Tunnelausgang aufgebaut. Richtig. Im Tunnel sind wir halt einfach zusammengedrängt. Ja. Wir können auch ein Ablenkungsmanöver fahren, wenn ihr durch den Tunnel geht. Also für mich gibt es nur einen Weg Richtung E4, E5, nee D5, außenrum halt, oder hinten durchs Wasser. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ja, dann würde ich sagen, deine Ansage zählt, ist nur noch 5:30 über. Dann müssen wir einen kürzeren Weg nehmen, wa? Dann würde ich sagen, Wasser und ich nehmen den Tunnel und der Rest, Jo. Also ihr spielt auch vor dem Front. Wir spielen sozusagen, versuchen so lange wie möglich zu halten. Es geht mir vor allem auch darum, dass dann die Leichen nicht einfach durch den Tunnel flitzen und unsere Basis. Okay, dann bewegt sich der Recht jetzt mal nach hier draußen. Damit die uns nicht gleich bemerken, Sinner, stell bitte deinen ECM auf Counter. Das Counter. Ich würde sagen, wir gehen links, wo der Wasserfall ist, erstmal rein als Deckung. So, jetzt müssen wir es auch gut timen. Verstanden. Bringt alles nichts. Ich gehe auf halbe Geschwindigkeit. So, seid ihr alle hier? Genau. Sollen wir mitkommen? Wolfskin, ja genau, ihr kommt mit einfach. Alles klar, dann go. Okay, ich bin hinter dir. War das Sinner? Ich gebe euch das Go, ja? Ja. So, ich stelle mich hin, dass ich da vorne was sehen kann. Na, es ist noch zu weit weg. Mehr ran. Wir müssen hier rum. Sie versuchen uns zu snipern. Bis jetzt haben die Leichten, bis jetzt Sekano und der Rabe nur getestet, ob sie irgendwo durchkommen. Aber es haben sie nicht geschafft. Sinna? Ein? Go. Verstanden. Okay, was ist Full Speed? Go. Wir auch links, du rechts. Beiden sind sie. Also ich nehme den längeren Weg. Abgetroffen. Aha. Tunnelausgang ist frei. Nein, da ist was Ziel, besser. Ziel, bravo. Ikada zieht sich zurück. Dem dann. Die läuft weiter, ne? Und wir laufen außenrum weiter. Okay. Zurück, Balu zurück. Wer sieht zurück? Ich sag außenrum.
Ja. Zweiter Kontakt, Ziel CETA. Okay, jetzt können wir auf Fokus. Sniperbeschuss mit AK-20. Angriff und Fokusziel. Hier auf der rechten Seite Hitzekontakte. Alle genau, also ihr. Bitte hier noch ein bisschen mehr zu mir. Im Team. Wir nehmen sie in die Zange. Da stehen sie alle. Bei F8. Push mal durch da. Ja, wunderbar. Ziel Charlie. Murray. Ziel Charlie. Attackiere Murray. Ich kann nicht so weit runter. Ich muss runtergehen. Und noch hier. Charlie ist an den Tonoseiten geschält. Den F, wenn ihr könnt. Machen wir schon. Aua! Diese alle stehen. Fokusziel bitte. Ziel Emil, das ist ein SRM-Pol. Ziel F bitte immer noch. Okay, Ziel Bad Dora. Down. Ziel Fox Air Bones. Caesar. New target acquired. Ich kann Caesar nicht so ohne weiteres beschießen. Nächstes Ziel, was haben wir? Caesar ist down. Dora. Alpha ist entwaffnet, die Sikana ist später unterwegs. New target acquired. Und da. Ja. Weiß Bescheid. New target. Sikana noch, ne? Ja. Sorry, Wolf. Okay, wir hatten ein bisschen. Ein Gegner noch, Dalio übrig. Müsste ein Gegner. Fiese Sache. Ja. Ah, ne, jetzt ist Storm gewonnen. Geht mir mal aus der Schusslinie. Ja, ja. Danke. Ziel Hotel. TWK springt zu einer Feuerlinie. Wo ist denn? Im Visier. Ah, schade. Sauber erledigt. Naja, schön. Ja, Freunde, wir haben hier ein komplettes Feld aus Hanseräder Wracks. Oh, das tut uns echt leid. Nicht wirklich. Nein. Okay, aber sie haben sich gewehrt, muss man so sagen. Muss man sagen, also... Zwei Abschüsse haben sie. Ja. Das zählt nicht. Trotzdem. Ja, für ein komplett neues Team aus Anfängern. War sehr gut. Das zählt nicht. Wir danken unseren Gegnern an dieser Stelle und danken euch fürs Zugucken. Bis demnächst. Bis demnächst. Und tschüss. Ciao.